auch immer auf die Spielweise an, ne? Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wenn du einen zweiten Stürmer hast, dann kannst du auch mal schicken und so. Frank Buschmann haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Wir sind bereit. Kannst du die Abwehr auseinander spielen? Ja. Bayern München gegen Bayern München. Bayern München, Bayern München. Wie viel hier auf dem Spiel steht? Der Rückstand beträgt 3 Zähler. Es wird eng. Vor allem, wenn heute kein Sieg rausspringt. Also der Erfolgsdruck ist da. Aber vielleicht wächst die Mannschaft an diesem Druck. Da trennt er ihn vom Ball. Die Bayern mit dem Ballverlust. Bayern mit Ballverlust. Bayern gegen Bayern. Und Lewandowski. Ballbesitz Lewandowski. Ballverlust Bayern München. Ballbesitz Bayern. Ballverlust Bayern. Gab es keinen Freistoß? Es gibt sogar einen, der hat mich doch platt gemacht. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Vorteil für den FC Bayern. Nun Lewandowski. Jetzt nimmt das alleine mit allen. Oh. Super Parade von Manuel Neuer. Wow, das war eine hochkarätige Chance. Da kommt die Ecke. Ja, sie können erstmal klären. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ah, da hätte er schon mal eine Flanke nehmen. Wäre eine Flanke besser gewesen, als den Volley zu nehmen von der Ecke aus. Oh, naja. Von Joshua Kimmich. Goretzka gibt den Ball her. Thomas Müller. Pavard. Erstmal Ruhe reinbringen hier. Jetzt über die Außen kommen. Da hat Leroy Sané einiges am Platz auf dem Flügel. Ah. Pass wird abgefangen von Goretzka. Ausnahmsweise sind die Bayern heute mal nicht der große Favorit. Ich melde mal schon mal eine Pause an. Ja. Weil das, ich merke, das siehst du zum Beispiel, es liegt mir nicht. Mhm. Gnabry. Dann muss man es ändern. Ne? Ballverlust durch Serge Gnabry. Sané. Ah. Sané mit dem Ballverlust. Oh, come on, gegen Serge Gnabry. Oh, und Taktikänderung. Der Schachzug von Hansi Flick. Coman. Ja. Lewandowski. Ballverlust hier durch Kimmich. Schönes Zuspiel hier. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Sané. Pavard. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Das ist ja was. Was ist das für eine zerfahrene Scheiße hier? Ja, zwei starke. Alter. Starke Gegner, ne? Also. Sané. Gleich stark. Erneuter Ballverlust der Bayern. Ah, Scheiße. Kein Tor bislang für die Bayern. Er verliert da den Ball. Das war Robert Lewandowski. Müller. Oh. Der ist doch kein Foul. Ich hab doch den Ball. Ey. Ach, hör doch auf. Mann. Das war doch. Was könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß? Ballverlust Bayern München. Das ist eine Eierei hier. Er geht vorbei am Verteidiger. Das macht er doch. Den Ball hat er.
Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis. Wir sehen es an diesem. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das hier? Die stehen so scheiße alle. Meine Fresse, ey. Und das erleben Sie heute. Mal ein bisschen Luft hier. Und jetzt Müller. Sané. Oh. Eine sehr steile Chance. Leider nicht genutzt. Warum ist Bayern so scheiße? Süle. Geht mein Controller nicht, oder was? Ja, und na los. Ja, guter Pass. Super Pass, Ball kommt an. Ah. Alfonso Davies. Goretzka ist es. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein. Bei so einer. Oh. Oh, da ist er durch. Leroy. Was ist denn das für ein Schuss? Mein Controller geht nicht mehr. Ja, der genau. Irgendwas umgestellt hier, ey? Bei mir auch so, wenn ich. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Wenn ich den rechten Stick nehme, mein Controller, geht der Wasserhahn in der Küche mal an und aus. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Nun David Alaba. Alfonso Nein. Ach du Scheiße. Immer im falschen Tor. Dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ballgewinn, gefährliche Position. Oh, hey, was ist das für ein Spiel, Mann? Das nervt ja richtig. Ja. Ah. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte nochmal mehr sieht. Tja, okay, mein Controller geht nicht mehr. Guck dir das an! Mein Controller geht nicht mehr. Oh, schönes Ding. Alter, willst du mich verarschen? 1-0. Mein Controller geht nicht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Von der links nach rechts bin ich auch besser übrigens. Als von rechts nach links. Machen wir eine Pause gleich. Vielleicht habe ich irgendeine defensive Taktik oder so. Dass die nicht laufen. Oh, jetzt hat er gezeigt, jetzt spiele ich und dann ist er nicht da. Ah! Oh, Alter. Er legt sich den Ball so weit. Verhindert er doch noch den Gegentreffer. Ja, da kann er jetzt aber erstmal kräftig durchatmen. Vorteil für den FC Bayern. Goretzka. Well, schick. Da ist Coman. Ja, durch, komm. Ah. Super gemacht, den klärt er hervorragend. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da ist er alleine durch. Das muss es sein. Kontern. Ja, schönes Ding. So einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer. Ja, der muss hier sein. Also, da konnte Manuel nichts machen. Obwohl, das ist eine ganz normale Aufstellung. Kompakt, ja. Naja. Keine Ahnung. Naja. Ach, Schrott. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Ja, der passt vorne, der Kopfball. Das war. Klasse, nutzen perfekt diese Lewandowski gegen Lewandowski. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Im Angriff jetzt Robert Lewandowski. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance perfekt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Die Bayern mit jetzt komm, zieh. Oh, ey, dieses immer vor einem hängen. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Oh. Sané. Ja, genau, schicken. Ja, das war abseits. Was? Da nicht.
Die Bayern über die Seite jetzt. Pass kommt. Sané! Mit dem Tor. Goal! Nochmal dieses Tor. Muss ich doch hier wieder so kämpfen auf einmal. Ja, na los, ey. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Bayern hat heute mehr oder weniger deutliche Nachteile, was die Ballbesitzzahlen angeht. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen. Oh, ich dachte, er nimmt die nicht in die Hand. Ballverlust Bayern München. Jetzt ist er auf und davon macht er. Sie vergeben diese Riesenchance. Und wir schauen auf den Trainer, der kann es nicht fassen, wie man diese Chance liegen lassen kann. Es gibt hier Einwurf. Wurf. Und jetzt wieder die Bayern. Was macht er denn da? Es gibt Freistoß für die Münchner. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Gutes Tackling. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Warum regt es mich hier richtig auf? Leroy Sané. Ballbesitz Lewandowski. Ganz alleine. Die Riesenchance. Chance lebt noch. Und jetzt wird es Einwurf geben. Und dann mit Linienrichter spielen, das ist ein Witz. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung. Was erwartest du in der Schlussphase? Bayern hat die knappe Führung. Das ist die große Frage. Es wird eng. Das Spiel spitzt sich zu in der Schlussphase. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Für welche? Die Bayern. Schönes Zuspiel. Abseits. Lewandowski, klasse. Ganz spannende Szene. Tschüss. So, hier, es war kein Abseits. Und gehen damit mit zwei Treffern in Führung. Oh. Nochmal den Arsch gerettet, ey. Ja, ich sag's dir. Wir schauen nochmal auf das Tor. Ausgangspunkt war der schöne Doppelpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sané. Das ist Lewandowski. Ja. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Alaba, perfekte Distanz bei diesem Freistoß. Kein guter Freistoß. Oh. Ja, das können sie viel, viel besser. Um Abfang, Jungs. Lewandowski jetzt am Ball. Er verliert da den Ball. Das war Robert Lewandowski. 6 Minuten haben wir hier noch. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt ist der Platz da. Da kommt der Ball an den Pfosten. Oh, das ist ja. Was war das denn? Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Alter, das war ja geil. Erst Pfosten, dann Latte. Alfonso Davies. Ballverlust Bayern München. Und zieh durch. Komm an. Jo. Geht da was. Muss das sein? Nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. 2 Tore, Mann. Ja. Macht er das aus der Halbdistanz mit Bayern München. Schnitt. Der Ball dreht sich ins 96 hier. 3-2 also.
Da ist alles drin. Alfonso Davis. Pass wird abgefangen von Goretzka. Schlusspfiff in diesem gerade Spiel. So, Mann. Und der Rückstand auf die war Tabelle wirklich knapp, ey. Er wird immer größer. Ja, und so langsam fragen wir uns, ob das in diesem